Liebe Freundinnen und Freunde, 24%. Es macht gerade so richtig Spaß, Grüne zu sein. Hier oben, an den Ständen, an den Haustüren. Ich war ja mit euch unterwegs in Bayern und in Hessen. Wir gewinnen Wahlen, wir regieren am besten. Wir sind fast stärkste Kraft im Bund. Und ich sage euch, wenn wir so weitermachen, dann ist im nächsten Jahr sogar die Europafahne grün. Aber, und wir wären nicht bei den Grünen, wenn ich jetzt nicht aber sagen würde. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Und die andere, die ist braun und hasserfüllt. Und das ist ein Problem. Ich habe 10 Jahre mein Geld damit verdient, kommunale Strukturen in Krisenregionen so aufzubauen, dass Menschen sich beteiligt fühlen, dass sie mitmachen, statt sich zu radikalisieren. Und ich habe da so oft erlebt, wie schnell Hass und Ausgrenzung ganze Gesellschaften zersetzen. Wie auf Worte dann eben doch Taten folgen. Und wie schwer es ist, das wieder zurückzudrehen. Wie auf Waffenstillstand doch wieder Krieg folgt. Und wie Menschen immer wieder fliehen müssen. Und dann ist da Europa. Europa, wo wir seit 70 Jahren zeigen, dass es anders geht. Wo wir uns so viel Wohlstand erarbeitet haben, weil wir zusammenarbeiten. Beim Handel, beim Verkehr, beim Klimaschutz. Und damit ist Europa nach Jahrhunderten des Krieges vor allem eines. Der Beweis, dass man Frieden lernen kann. Und es gibt so vielen Menschen Hoffnung weltweit. Und deswegen macht es mich stinkesauer. Stinkesauer, wenn diese Orbans, Kaczynskis, Toys meinen, sie könnten unser vereintes und solidarisches Europa zerstören. Sie könnten Grenzen hochziehen, Flüchtlinge und Juden beschimpfen und Grundrechte beschneiden. Aus egoistischem Kalkül. Und ich sage euch, es ist Zeit, dass wir denen endlich ein Stoppschild vor den Latz knallen, und zwar ein blaues mit 12 fetten gelben Sternen drauf. Aber, ich habe noch ein bisschen was, aber wer jetzt klatscht, dem sage ich auch, dazu müssen wir raus aus der Komfortzone. Dazu müssen wir dahin, wo wir Europa sagen, und dann klatscht auch mal keiner. Wie in Lichtenberg, in meinem Zuhause, da holen nämlich wir 7% und die AfD 20%. Und genau an diesen Orten müssen wir im nächsten Jahr den Wahlkampf stehen. Aber ich sage euch auch, es geht. Bei der Bundestagswahl in Lichtenberg, da hat die AfD 3% verloren. Und wir haben die stärksten Zuwächse geholt berlinweit, mit klarer Kante und offenem Herzen. Und genau so müssen wir ran weltweit. Trump, Erdogan, Putin, Bolsonaro, die Hassprediger holen nämlich gerade einen Wahlsieg nach dem anderen. Und die Räume für die Menschen, die sich dem entgegenstellen, die werden immer enger und enger. 300 ermordete Menschenrechtsverteidiger im letzten Jahr. 300 Menschen, die nichts anderes tun als das, was wir hier gerade tun, die für Frauenrechte kämpfen, die ihr Zuhause vor illegalem Bergbau verteidigen, die Korruption anprangern. 300 Menschen, die weltweit für die Grundwerte Europas kämpfen und dafür ihr Leben lassen. Und was macht die EU? Setzt auf kurzfristige Abschottung, statt die Handlungsspielräume zu nutzen, die sie hat. Und das macht mich wahnsinnig. Die von euch, bei denen ich in den letzten Monaten auf den Podien saß, und das waren ganz schön viele, die wissen, dass ich darüber stundenlang reden könnte. Ich habe nur 6 Minuten, deswegen lasst mich eines sagen. Ich will, dass Europa die Menschen stärkt und schützt, die weltweit für Frieden und Menschenrechte kämpfen. Und statt dass die EU Geld für Zäune überweist, will ich, dass sie brutale Diktatoren vor Strafgerichtshöfe bringt. Statt in Gefängnissen gefoltert zu werden, will ich, dass Menschenrechtsverteidiger in Europa politisches Asyl bekommen. Ich will, dass Europa für eine gerechte Globalisierung streitet und Konzerne verklagt,
wenn sie anderswo die Umwelt zerstören und Menschen ihre Heimat rauben. Und wenn es um Krieg und Frieden geht, dann will ich, dass an den Verhandlungstischen Friedensaktivisten sitzen und nicht Kriegstreiber. Und ja, gerne auch 50% Frauen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin in einem Europa ohne Krieg aufgewachsen. Meine Kinder, die da hinten stehen und mir die Daumen drücken, die kennen Grenzposten nur als Relikte aus der Vergangenheit. Ich will, dass das so bleibt. Deswegen lasst uns Europa zu einem Ort machen, der die Menschen stärkt und schützt, die für Frieden und Menschenrechte kämpfen. Lasst uns dahin gehen, wo der grüne Hype noch nicht angekommen ist. Und vor allem lasst es uns jetzt tun. Dafür bitte ich um eure Unterstützung.